Wir sind direkt vollzählig. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des heutigen Spiels zwischen dem MSV 63 Luckenwalde und dem Energie Cottbus vor 753 Zuschauern. Unsere Gäste haben 3-2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Neben mir haben die beiden Trainer Platz genommen und auch sich aufgestellt. Peter Wollitz von Energie Cottbus, Micha Braune vom MSV 63. Wir haben leidvoll erfahren müssen, dass das Fußballspiel unter Umständen auch gar nicht mehr so wichtig sein kann, als die Verletzung von André Thoms war. Aber wenn ich so die ersten Worte gehört habe von seinem Bruder, befindet er sich schon wieder relativ auf dem Weg der Besserung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber jetzt zum Spiel. Peter, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es fällt ist an. Es fällt natürlich schwer, weil diese Verletzung überschattet eigentlich den Fußball und die Situation. Es ist ein Moment gewesen, wo dann die Spieler schon gewunken haben. Dann konnte man davon ausgehen, dass das nicht so gut aussah. Und deswegen die besten Genesungswünsche für den Spieler, für die Familie, für die Angehörigen. Ich glaube, das ist wichtiger als jedes Ergebnis, obwohl es ja dann auch weitergegangen ist. Möchte ich eben kurz eine Spielanalyse geben. Ich war bis zu dem 2-2 mit der Leistung meiner Mannschaft heute nicht zufrieden. Auch schon in der ersten Halbzeit nicht. Auch dass wir 2-0 geführt haben, war nicht geschuldet, dass wir so gut waren, sondern wir waren schlampig. Wir haben selten so viele Räume gehabt wie heute und wir haben sie nicht gut bespielt. Ballannahmen schlecht, Laufverhalten schlecht. Umkehrspiel schlechter, viel zu viel Länge im Spiel, keine Ruhe. Diesbezüglich waren die das 1-0 und 2-0 mit dem Elfmeter aus meiner Sicht glücklich. Danach war auch nicht diese Ruhe und diese Selbstverständlichkeit aus den letzten Wochen zu erkennen. Dann holen wir uns noch eine gelb-rote Karte ein. Ich bin kein Fan davon, wenn einer mit einem 2 Meter den Ball wegspielt und ihm dann Geld gibt. Eine Ermahnung wäre es dann gewesen, aber gut. Und dann war klar, wenn wir so weiterspielen, ob mit 10 oder mit 11, dann wird dieses Spiel mit Sicherheit einen anderen Ausgang haben, als wie das Ergebnis zur Halbzeit stand. Und so ist es dann auch gekommen. Beim 1-2 nicht gut verteidigt, beim 2-2 nicht gut verteidigt. Dann mit der gelb-roten Karte Gleichzahl von Luckenwalde haben dann die erfahrenen Spieler Borgmann, Hillebrand, Hoffmann, Airbag mit der Einwechslung und Engelhardt haben gezeigt, welche Mentalität und welche Klasse sie dann in dieser Phase besitzen, diese Überzeugung zu haben, das Spiel sich an sich zu reißen. Dann hatten wir die Möglichkeiten, um vielleicht auch eher schon das 3-2 zu erzielen und sowas dann am Ende durch eine Standardsituation. Wenn man die letzten nach dem 2-2 und der gelb-roten Karte, kann man sagen, da kann man zufrieden sein, ist es vielleicht auch verdient, aber über die ersten 70 Minuten, denke ich, sollten wir ernsthaft sprechen. Nochmal, ich habe im Vorfeld gesagt, dass Luckenwalde das sehr gut bespielt, spielen das sehr gut in die Bälle, immer in die Diagonale, gute Schnittstellenbälle, sehr gutes Anlaufverhalten, aber ich hatte das Gefühl, dass sie heute uns aber im Zentrum sehr viel Raum gegeben haben. Aber wenn man sich dann so verhält, auch in der Verteidigung, dass unsere Sechs immer gegen drei verteidigt und die beiden Achter keinen Anschluss nach hinten finden, finde ich, dann haben wir heute ein bisschen das Glück auf unsere Seite gehabt. Also wie gesagt, den Spielern nochmal die beste Genesung, schnellste Genesung, dass keine Schäden bleiben. Den Spielern, die heute nicht zur Verfügung standen bei der Heimmannschaft, wenn sie noch Corona haben oder in Quarantäne sind, natürlich auch das beste Genesung. Bitte keine Schäden und dem Verein eine gute Adventszeit, schöne Weihnachten, einen guten Übergang und vor allen Dingen Gesundheit. Vielen Dank. Danke Peter für die Worte. Micha, wenn du das Spiel schon wieder so halbwegs realistisch analysieren kannst, dann hast du jetzt das Wort. Ja, also erstmal Glückwunsch an Cottbus. Fällt natürlich schwer, nach so einem Schockmoment über Fußball zu sprechen. Der Schock saß dann bei uns richtig tief. In der Zeit haben wir dann 2 Eigentore geschossen. Der Kollege hat es eigentlich richtig gesagt. Cottbus hat dafür nicht viel tun müssen. Einmal zu kurz abgewehrt dabei, dann einen Meter. Ich weiß nicht, ob das einer war, angeblich wohl nicht, aber Schiedsrichter pfeift das. Steht 2-0. Cottbus holte uns wieder so ein bisschen ins Spiel rein durch ihre gelb-rote Karte. Danach, nach der Halbzeit, machen wir es richtig gut. Ist nicht selbstverständlich, mit einem mehr auch denn so zu spielen. Haben genau das gemacht, die Jungs, was wir machen wollten, immer
Ja, immer die Sechser, die Bredouille bringt mit zwei Zehnern und unseren zwei Sechsern, dass wir sich entscheiden müssen, haben die Räume nicht zugekommen, machen uns zwei super Tore und haben dann das Momentum komplett auf unserer Seite und holen uns das saudumme gelb-rote Karte ab. Ja, und machen uns so das Spiel kaputt. Ja, und hinten raus hat Energie das Spiel dann auch verdient gewonnen, weil ja, muss man sich wiederholen als Wuppenweiler Trainer. Wir haben hier, ich glaube, jetzt alle Spitzenmannschaften die Top 4 hier gehabt. Wir waren jedes Mal nicht schlechter gewesen. Ja, holen aber nur ein, zwei Punkte. Ja, das ist halt der Unterschied, dass wir in den entscheidenden Situationen, in den großen Spielen, sage ich jetzt mal, für unsere Verhältnisse ja, nicht voll da sind, nicht über 90 Minuten. Und deswegen haben wir es auch nicht verdient, hier zu gewinnen. Energie, alles Gute. Bis, ja, alles Gute. Danke. Danke, Micha. Viele gibt es Fragen von Seiten der Presse. Haben Sie denn Erkenntnisse zum Gesundheitszustand von Andre Thoms? Konkret noch nicht. Das ist der Bruder hier, der hatte eine Information, eine WhatsApp und ist jetzt auf dem Weg nach Potsdam, wenn ich richtig informiert bin. Ist schon da, ja. Ist schon da, ja. CT ist gerade gemacht worden. Aber wir hoffen, dass es ihm bald besser geht. Gut, wenn es nicht der Fall ist, keine weiteren Fragen sind, wünsche ich unseren Gästen gute Heimfahrt und alles Gute für die Zukunft und uns selber Mittwoch, Samstag. Wird ganz schön hart jetzt, Micha. Und einen schönen zweiten Advent für alle Anwesenden. Und tschüss.